Folge 8, die letzte Folge von der Parodie Dragon Ball Super Tournament of Power. Ich weiß nicht, was danach kommen wird, aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben, was wir uns noch so geben können. Das ist auf jeden Fall erstmal die letzte Folge von der Abridged-Serie von dem Boy Crimson Dub. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, das ist sein Kanal. Gebt ihn euch mal, er hat da einige gute Videos, auch auf meinem Kanal sind die Reactions dazu. Er hat schon in der Vergangenheit mehrere Videos eigentlich hochgeladen. Aber die Kanäle wurden gestrikt, wie ich das so mitbekommen habe. Ein Video dazu ist jetzt hier zu den, was passiert ist, hier kleines Infovideo an euch alle. Das ist eigentlich das, was das Ganze, glaube ich, nochmal genau erläutert, was passiert ist. Schaut es euch gerne an und lasst dem Boy ein Abo da und mir auch natürlich, wenn ihr keine weitere Reaction verpassen wollt oder andere Videos bezogen auf Dragon Ball und jeglichen anderen Stuff. Lasst euch überraschen, wir starten jetzt hier in die letzte Folge hinein von Dragon Ball Super Bridge Parody Verarsche Ultra Instinct im Turnier der Kraft. Einmal Vollbildmodus. Danke sehr. Jetzt gibt's was auf die Schnauze, Bruder! Auf die Schnauze. Anders als er vielleicht denken mag. Mal sehen, wie er den Ultra Instinct parodieren will. Noch wird's recht ernst. Ja. Vor allem, hört euch das mal an. Diese Synchro von Piccolo. Ja, diese Energie. Hört sich schon ähnlich an wie das Original, die Originalvertonung im Deutschen. Das übernehme ich jetzt, Bruder. Justice Pumpgun. Justice Pumpgun. Lull. Interessiert ihn nicht. Er geht einfach weiter. Aber das stimmt doch gar nicht. Was? Was hat er gesagt? Du kämpfst scheiße, Toppo. Aber das stimmt doch gar nicht. Ja, aber stimmt doch gar nicht, ja. Goku sieht das auch so, denke ich mal. Ja, jetzt muss Shir ein bisschen mehr Gas geben. Mal sehen, ob er seine Intelligenz in dem Kampf findet. Irgendeiner erklären. Was zum F***? Es scheint so, als könnte Son Goku allem ausweichen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Was? Das ist eigentlich eine Technik, zu der nur wir Engel fähig sind. Was? Aber dass Son Goku dazu fähig ist, meine Güte, wie lange? Ist was ganz Besonderes. Ack! Und wie los! Du hast einen Tinnitus, denkst du, aber es ist Vegeta, der so lange flucht. Aber dass Son Goku dazu fähig ist, meine Güte, er ist was ganz Besonderes. Ack! Und wie nennen wir das Ganze jetzt? Nun, der Name dieser Technik lautet... Ultra Instinct. Ja, ein Schock für alle. Ja, gar nicht mal so übel. Was soll das denn heißen, gar nicht mal so übel? Das ist die verschissene Technik der Engel, die nicht mal wir Götter gemeistert haben. Hat einer die Null gewählt oder warum redest du mit mir, Virus? Du Arschgeige, solltest wissen, dass ich diese Technik ebenfalls drauf habe, du Penner. Ja, dann kauf dir doch ein Eis, du verschissene Katze. Glaubst wohl, dass du was Besonderes bist, hä? Alter, was die für ein Beef haben. Sieht nicht aus wie ein behaarter kleiner Scheißhaufen. Ich sag's dir, ich bin zu verf***t groß für diese Arena. So verf***t groß. Dass Meister Virus so abgehen kann, ist echt gruselig. Amüsant, nicht wahr? Ihr alle solltet Meister Virus mal erleben, wenn er wütend ist. Ja, Son Goku hat mal wieder bewiesen, warum er die Wahrheit ist. Son Goku. Was hast du gesagt? Da verträgt wohl einer die Wahrheit nicht, was, Vegeta? Warum kommst du nicht rüber und findest es heraus, Arschloch? Können wir uns wieder auf den Kampf konzentrieren? Dieses Teamwork ist erstaunlich. Oh, das war eine richtig geile Szene. Richtig clean gemacht. Und zack, da ist er nah dran. Strong, aber er failed. Er verliert ihn. Boom. Es reicht leider nicht. Wir wissen Bescheid. Da ist der Omen-Modus weg. Wie disrespectful.
Alter! Das zahlst du. Okay, Kakarott. Wie hast Heftig. Du das gemacht? Was gemacht? Du bist jedem Schlag einfach so ausgewichen. Du willst mich verarschen. Ich erinnere mich an nichts. Okay, weißt du was? Du kannst mich mal. Na, mein Junge, wie war's mit Jiren? Er war der Beste. Ja, ich weiß. Seine Ausdauer und Technik. Chi-Chi ist dagegen nichts. Nun, San Goku, da ich dir als Rivale offenbar... Was ist passiert? Was haben die da irgendwas gemacht, was wir nicht mitbekommen haben? Von was redet der da? Von was redet Hat der? Was bedeutet, kann ich dich auch gleich umbringen? Halt, warte! Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Weil ich den perfekten Tanzpartner für dich habe. Sprich weiter. Zusammen könnt ihr es weit bringen. Wer ist es? Naja, also, Spuck's schon aus! Weißt du, letztes Jahr, Stimmt, oh Beerus da war! Ich bin so besoffen, aber ich liebe es! Ich hatte ja keine Ahnung. Er ist ziemlich gut. Jetzt tut es mir fast leid, dass ich seinen Vater umgebracht habe. Ach, meinen hast du auch umgebracht. Kein Problem, Kumpel. Kumpel? Ich zeig dir, was ich von dir halte. Ich scheiß auf dich. Nein! Nein, Freezer, steck das weg! Freezer, nein, steck das weg! Ey, das war schon die Folge Nummer 8. Ey, viel, viel zu kurz. Ganz ehrlich, ich hoffe, bald kommen wieder neue Folgen raus. Die ist jetzt ein Monat her, Stand jetzt, wo ich die schaue. Es war halt nicht viel zu reden. Es war halt viel gekämpft auch dabei, weswegen man jetzt nicht so viel mitbekommen hat. Aber das, was gesagt worden ist, das war stabil. Das war auf jeden Fall stabil. Bin mal gespannt, wann die nächste Folge kommt. Sowas braucht ja auch Zeit, bis es überhaupt erstellt worden ist. Text überlegen und dubben und so weiter. Das ist dann natürlich ein bisschen zeitaufwendig. Und die Zeit wollen wir dem Boy auf jeden Fall geben, in der Hoffnung, dass in Zukunft wieder ein paar Folgen mehr rauskommen. Wenn es euch interessiert und ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann bleibt gerne dran, wollte ich schon sagen. Abonniert gerne den Kanal von Crimson Dub und den von mir, weil ich reagiere auf jeden Fall, wenn neue Folgen draußen sind, auf diese. Und dann könnt ihr euch auf Reaction-Videos freuen. Das war es auf jeden Fall zu dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo, damit ihr auch in Zukunft gar nichts verpassen könnt. Und ich habe mich, glaube ich, gerade wiederholt. Aber das macht nichts. Deswegen doppelt hält besser. Habe ich es nochmal erwähnt. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und dann hören wir uns bei einer weiteren Reaction zu welchem Video auch immer es sein mag wieder. Vielleicht zu einer Reaction zu Folge 9. Wer weiß. Also bis dahin macht es gut und ciao.